Die psychiatrische Versorgung ist in Deutschland sehr stark gekennzeichnet durch eine Fraktionierung des Systems, des Versorgungssystems. Das heißt, wir haben eine Abschottung zwischen ambulantem und stationärem Sektor, sowohl auf der wirtschaftlichen Ebene als auch oft auf der fachlichen Ebene. Hier kann Abhilfe geschaffen werden durch sogenannte Selektivverträge. In Selektivverträgen, die wir als Versorgungsmanagementgesellschaft, als IVP Networks anbieten, den Krankenkassen anbieten, kann es gelingen, Ressourcen, Finanzmittel und damit auch Leistungen patientengerechter anzubieten. Das heißt, eine sogenannte patientenzentrierte Versorgung zu schaffen, die unabhängiger ist von institutionellen Interessen. Wir sind im Moment in Niedersachsen auf einem sehr guten Weg, haben bereits zahlreiche Verträge mit Krankenkassen abschließen können und meinen dadurch eine qualitativ bessere und auch eine effizientere Versorgung gestalten zu können.